Du möchtest bei deinem neu installierten DaVinci Resolve am iPad das Videofenster im Großformat an einen externen Monitor ausgeben? Mit der zu bezahlenden Studioversion ist das möglich. Ohne dieser oder wenn kein externer Monitor angeschlossen ist, bleibt ein Antippen des Videovorschaufensters ohne Erfolg. Wie kommt man jetzt zu dieser Studioversion? Wenn noch nicht auf die allerletzte Version abgegradet wurde, einfach einen Effekt aus der Bezahlversion, wie zum Beispiel den Color Equalizer, auf die Timeline ziehen. Es poppt dann das Bezahlfenster auf. Mit der letzten Version der Software kann man auch auf den Home-Button klicken, dann öffnet sich das Projektfenster und rechts oben ist das Icon mit Studio kaufen. Den kompletten Bezahlvorgang durchlaufen, den Anweisungen folgen, und wenn dann alles fertig und abgeschlossen ist, und das ist ganz wichtig, das Programm neu starten, gegebenenfalls vielleicht sogar das komplette iPad. Danach sind alle verfügbaren Effekte freigeschaltet. Wenn ich jetzt am Videofenster länger gedrückt halte, bekomme ich den Video Clean Feed angezeigt, externer Monitor anklicken und wir haben das Vollbild. Lässt sich das auch mit der Maus bedienen? Ganz genauso. Natürlich kann das Vollbild auf dieselbe Art und Weise wieder weggeschaltet werden. Wir können das externe Display auch direkt aus der Color Page ansteuern. Hier macht die Großansicht für das Bearbeiten der Farben und Arbeiten mit Masken besonders viel Sinn. Die bezahlte Version verschafft uns nicht nur die externe Bildschirmausgabe, sondern noch mehr tolle Funktionen. Eine davon hängt mit dem letzten Clip hier und sprechen zusammen. Sei gespannt auf das nächste Video. Thank you.